Bei dem Zug braucht man keine Nachhut. Wer ist das Gerippe mit den spitzen Ohren? Sehr aufmerksam. Ich versuche, sie in Schuss zu halten. Ich bin Relmer. Und ich vermute, dass der rotgesichtige Fettsack mit dem dreckigen Bart niemand anderes ist als Elrich, Anführer der Freien Klingen. Die Leute nennen mich Hauptmann. Alle Freien Klingen nennen dich Hauptmann, Elrich. Das bezweifle ich nicht. Ich hatte nie viel Interesse an Titeln oder militärischem Protokoll. Ich beurteile Leute nach ihren Taten. Er ist nicht nur zufällig, der Hauptmann. Mach so weiter und das wird dein letztes Urteil. Was machst du hier im Sumpf? Er hat sich den Rang im Kampf verdient. Du scheinst genug über die Freien Klingen zu wissen, um das zu verstehen. Ich weiß genug über eure Geschichte, um zu wissen, dass sich euer Anführer einen Namen gemacht hat. Also nennt ihn, wie ihr wollt. Dass er euer Hauptmann ist, betrifft nur euch und jene, die eure Dienste in Anspruch nehmen. Das ist genug. Wir wollen uns diesen Mist nicht die ganze Nacht anhören. Also, was zur Hölle willst du hier, Relmer? Euch suchen? Nun, ich habe zuerst nach den Roten Weisen gesucht. Prinz Arandil ist verwundet. Wir mussten uns nach Valvenor zurückziehen, wo ihr scheinbar erwartet werdet. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr den Weg findet. Das ist nicht mein erstes Mal in der Wildnis, Großmaul. Wie du siehst, sind wir auf dem richtigen Weg und fast an unserem Ziel angekommen. Er hat recht, Hauptmann. Die Kreaturen, von denen ich dir erzählte, sind in der Nähe und bereiten sich wahrscheinlich auf einen Angriff vor. Ah, nun, die nennt man Larven. Sie warten, bis genügend von ihnen zusammengekommen sind, um dich dann zu übermannen. Und es scheint, deine kleine Gruppe einen ganzen Schwarm zum Dorf zu locken. Nun heißen wir sie willkommen. Trotz der Bedrohung durch sie halten diese Kreaturen die Speer der Todwandler fern, ohne dabei viel Aufsehen zu erregen. Wenn wir zulassen, dass sie sich hier sammeln und wir sie dann vernichten, kommt ihr Territorium zu nahe an Valvenor heran, was dazu führt, dass wir früher oder später entdeckt werden. Wir sollten ein paar Kämpfer zurückschicken, um sie zu beschäftigen, während der Rest zum Dorf geht. Ich melde mich freiwillig, wenn ihr Sorge habt, dass ich versuche zu entkommen. Ich kenne diese Gegend. Das hört sich nach einem Plan an. Vulkan, kümmere dich darum. Ich will auch gehen. Der Sumpf ist außergewöhnlich. Und das Gift der Larven scheint sehr interessant. Ich hätte gerne die Gelegenheit, sie mir aus der Nähe anzuschauen. Sibyl, das kommt nicht in Frage. Hast du den Verstand verloren? Das ist zu gefährlich. Komm, lass sie gehen. Es wird ihr gut tun. Ich verspreche dir, dass ich sie in einem Stück zurückbringe. Vulkan, Regel Nummer 2. Wir treffen uns im Dorf. Sibyl! Bis später. Also Emotionen hätten sie schon reinmachen können. Du hast den Pyromanen-Fähigkeitsbaum freigeschaltet. Geh in das Fähigkeitsmenü mit Y, um die Punkte zu verteilen. Ja, das werden wir dann mal machen. Oh, das ist sehr gut. Wir können schon mal. Das Problem ist jetzt nur, dass wenn wir das nämlich jetzt hier immer weitermachen, und Pyromane, dann verwandeln wir uns in so einen komischen Dämon. Und das möchte ich nicht. Erzeugt 4 Wächterflammen. Das ist schon schlau. Diese 3 hier. Die werden wir mal machen. Aber mehr werden wir auch nicht machen, glaube ich, würde ich sagen. So, das heißt, da warten wir nochmal auf den nächsten Punkt. Den man hier kriegen kann. Gucken wir mal, ob wir vielleicht. Ich brauche auf jeden Fall neue Dolche. Sie haben uns umzingelt! Oh, ich sollte mal aufpassen, dass sie. Was für eine faszinierende Kreatur! Ich muss mir ein paar Notizen machen.
Laber nicht. Oh, scheiße. Ich kann nicht sehen, das ist das Problem hier. So, jetzt können wir erstmal Assassino machen. Yes. Das hat sich schon mal gelohnt. Und dann machen wir hier bestätigen, dass das wird das erstmal umgehend gesprochen. Das ist schon mal sehr gut. Und bei Waldläufer, was haben wir denn hier noch? Wechselte das Ziel während eines Angriffes. Ach, die heilt mich. Ich bin geheilt. Los geht's. Nicht hier entlang. Ich gehe nicht wieder zu dem Tempel. Sag das doch. Oh, wir haben eine Karte. Sprintet ja so hinterher. Ja, tut sie. So. Dieser Sumpf steckt voller Leben. Ich kann es kaum erwarten, all die Wesen zu entdecken, die hier hausen. Es gibt so viel zu lernen. Deine Gefährten, Befehle geben. Deine Gefährten können dir helfen. Denke daran, ihre oder seine Einstellung an den Kampfstil zu passen. Befehle kannst du im Taktikmenü, Tabulator und dann leer eingeben. So. Bevorzuge mal bitte. Sehr gut. Ich möchte gerne dich auf der 5 haben. Sehr schön, das ist doch mal. Hier sind wir doch mal gut durchgekommen. Können wir was sprechen mit Sibyl? Hallo Sibyl. Kannst du reden? Ja. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was möchtest du wissen? Weißt du, was mit mir im Tempel passiert ist? Ich suche noch immer nach einer Erklärung. Irgendwas muss beim Ritual schiefgegangen sein. Aber was sollte mit dem verdammten Ritual erreicht werden? Die Roten Weisen hatten schon immer wenig magische Fähigkeiten. Ich glaube, dass ihre Stärke mit dem Ritual erhöht werden sollte, um einen Weg zu finden, die dunklen Eisfürsten zu bekämpfen. Aber statt in jeden der Weisen pure Energie fließen zu lassen, hat das Ritual eine Wesenheit gerufen, die sich in sie eingenistet hat. Dein Vater hat es als Dämon bezeichnet. Warum hab ich es abbekommen? Ein Dämon? Das erinnert mich an alte Texte, aber ich kann nicht sagen, ob es das ist. Du hast so gestanden, dass die Energie direkt in dich übergehen konnte.
Es hätte vermutlich jeden von uns treffen können. Das ist einfach toll. Was mache ich jetzt? Ich würde dir sehr gerne helfen. Aber obwohl ich schon alles hier studiert habe, konnte ich bisher nichts finden, das auf ein solches Ereignis hinweist. Aber bevor wir nicht mehr darüber wissen, musst du dagegen ankämpfen. Erlaubt ihm nicht, es sich gemütlich zu machen. Wir kennen seine Beweggründe nicht oder wie mächtig es ist. Es könnte dir gefährlich werden. Was kannst du mir über das Weltherz erzählen? Er wollte ja auch den Dämon geredet. Viele Leute in Vertil denken, dass das Weltherz nur ein Mythos ist. Es gibt viele unterschiedliche Ansichten bei den verschiedenen Religionen, aber die meisten haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das Weltherz ist dort, wo Leben und Wohlergehen geboren werden. Ich habe den Mist schon gehört. Wenn wir uns Vertil als lebendes Wesen vorstellen, ist das Weltherz genau das. Das Weltherz. Es hält die Welt am Leben. Es schlägt und Vertil lebt von seiner Energie. Wenn du willst, kann ich dir mehr erzählen. Komm in ein paar Tagen wieder. Also Mary. Sehr schön. So. Mich regt das so ein bisschen aus, dass das schon irgendwie schlauchig ist. Ich dachte, dass die Natur diese Sümpfe erobert hat. Aber ich fühle, dass da noch was anderes ist. Aber weiter weg. Na? Ah, es heißt mich wieder, ne? Sehr gut. Runterfallen geht immer noch nicht, das heißt, es ist ja ein bisschen blockiert. Das finde ich so kacke, dass das Schlauchlevel sind und nicht, dass also Schlauchlevel sind und ich würde so viel geben für ein offenes Areal. Waren wir hier? Wir waren hier eben unten, ne? Warte mal kurz. Ich habe jetzt gerade mal die Hoffnung, dass man die Frames. Falke hat mir viel von dir erzählt. Warte mal ganz kurz. Ach ja? Das ist eigentlich nicht seine Art. Ich vermute, er hat sehr übertrieben. Nein, ich meine, nicht besonders. Ich glaube nur, dass er viel Respekt vor dir deinen verfickten Arsch. Muss jetzt der Mitte raus. So, jetzt heilst du erstmal kurz mich. Ah, okay, da sind sie. Das war's dann auch mit der vierten Folge. Und ob wir die Viecher noch besiegen werden oder nicht, das seht ihr in der fünften Folge. Bis dahin, haut rein.